In Villa Behuenia am Ufer des Alumnisees nützen wir die Gelegenheit, die Araucaria und Südbuche respektive Scheinbuche genauer kennenzulernen. Beide Bäume sind typisch für die argentinischen und chilenischen Anden. Am Hoteleingang treffen wir einen Südbuchenbestand mit Bäumen mittlerer Größe. Im Vergleich zur europäischen Rotbuche sind die Blätter wesentlich kleiner. Ein Blick vom Aufenthaltsraum des Hotels über die Terrasse hält eine Überraschung bereit. Eine Südbuche mit gigantischem Ausmaß. Das Gästezimmer vermittelt die Illusion, in einem Baumzimmer zu wohnen. Die Zimmerterrasse wurde der Baumform angepasst. Araucarien gibt es nicht beim Hotel, aber eine Schale mit nussgroßen Früchten verweist auf ihre nahe Existenz. Die Araucarien selber müssen wir am nächsten Tag nicht lange suchen. Lockere Bestände finden wir in der näheren und weiteren Umgebung. Die Araucarien sind 20 bis 30 Meter hoch und haben einen Stammdurchmesser von 1 bis 2 Meter. Sie haben steife, schuppige Blätter. Hier eine junge Frucht. Auf einem Abstecher in den Laninpark und der Weiterfahrt nach Caviahue durchqueren wir über weite Strecken lockere Araucarienbestände. Hier hat es in der Nacht leicht geschneit. Leider könnten solche Bilder selten werden. Da Araucarien nur langsam wachsen, werden sie zunehmend mit ausgedehnten Aufforstungen von mittelamerikanischen Pinien ersetzt. Das Unterholz der Araucarien besteht oft aus Südbuchen, die sich im Herbst rot verfärben. Hier im Hintergrund der Vulkan Copaue. Dieser ist am 22. Dezember 2012 ausgebrochen. Der Vulkan macht sich heute, April 2014, immer noch mit einer Rauchfahne bemerkbar.